warten darauf, dass sie rübergefahren werden zum Eiklang. Genauso wie wir auch. So, dann jetzt aussteigen, einmal hier vorne an der Bordsteinkante, so wie sie unten gerade am Gebäude standen, antreten und warten, bis sie wahrgenommen werden. Drinnen herrscht Ruhe und die Anweisung der Damen und Herren, die dort sind, Zivilpersonen, ja, wird Folge geleistet. Wenn das nicht klappt, ist leider erst der Kopf ab. Verstanden? Hallo. Guten Morgen. Einkleidungskammer, etwas nervös. Ein Tipp? Einfach nur das machen, was die Vorgesetzten auf dich sagen. Packen Sie die Sachen unten nicht drauf und dann warten Sie, bis Sie ran sind. Einfach reinstopfen. Einmal oben drauf drücken, dass Sie nicht runterfällen. Gucken Sie nach vorne, verlieren Sie gleich die Socken oder was das da ist. Müssen wir zum Einkleiden, ich weiß nur nicht wo. Ich weiß nicht, welche Hosengröße ich habe. Wann kaufst du denn meine Hosen? Darf ich sie anfassen? Ja, hier kommt noch ein Gürtel rum, ne? Wir müssen ein bisschen zulegen. Ja, ich stehe auf Camouflage. Strahlt irgendwie Respekt aus. Ich sag, normalerweise würden wir jetzt unserer Schneiderin sagen, dass sie die Hose hier hinten ein wenig enger machen müsste, weil er halt so eine schmale Taille hat. So eine zarte. Bei der Körpermessung, da kam raus, dass ich 1,63 bin. Bei der Musterung waren eigentlich 1,65 gesagt, aber ja gut, ich sage immer aufs Beste reduziert, ne? Ein Glücksblitz. Die Klamotten beschließen damit dann auch, dass ich zur Bundeswehr gehöre. Hier. Sportbekleidung und Socken. Socken sind bei mir immer Mangelware. Kann ich gut gebrauchen. Der Sportschuh für die Halle. Dann ist das der Sportschuh fürs Gelände. Wird auch am meisten benutzt. Der Bordschuh. Das ist so ein Arbeitsschuh, der eben an Bord getragen wird, wenn es befohlen wird. Mehr 41. Schmal, bereit? Weiß ich nicht. Ich habe schöne, schmale Füße. Das ist echt ein schmaler Fuß. Seitlich fest, aber bequem. Ja. Man freut sich sehr, dass es alles gleich passt. Den Schuh nicht vergessen? Ja, danke schön. So, dann setzen Sie mal bitte auf. Darf nicht beim ersten Windstoß runterfliegen, ne? Rücksinn, ne? Gut. Nö. Gut, absetzen. Oben einfach wegnehmen, nicht immer unten. Und zum Vorgesetzten damit bitte gehen. Name? Demelius. Sie sind Grieche? Nein. Schade. Hat ihm was gemeint? Mal die aufsetzen, bitte. Name? Palme. P-A-L-L? Nein, wieder Baum, Palme. Ne? Bisschen klein? Nee, einmal. Ich habe jetzt alles, was auf den schönen Blättern steht, in meinem Korb. Und so sieht es aus bei der Verkleidung in der Bundeswehr. Ist einfach? Ja, fliegen wir hier oben. Vor allem, wenn die eine Tasche runterrutscht. Beste Gefühl, was man hat. Wo wer fertig ist, hilft den Kameraden! Wir haben keiner allein gelassen, auf geht's! Übel. Kämpf. Das ist doch nur für Sie selber jetzt. Wenn auf jeder Tasche einmal Ihr Name steht, dann reicht das völlig aus. Jetzt machen wir Kleider Vollzähligkeit. Dann schauen wir mal, ob die auch alles bekommen haben, was sie sollen. Einfach rausgucken. Ich sag nur mal so viel, der komplette Wert von dem Trümmerhaufen hier, 3.000 bis 4.000 Euro. Also sollten Sie aufpassen, dass da nichts wegkommt. Feldmütze bitte. Genau die. Hochhalten. Verpacken. Wir mussten uns jetzt alle gleich anziehen, damit wir eine Einheit sind. Das ist cool. Kommen Sie, die Taschen anpacken, da vorne hinlegen. Zack, zack, ziemlich zügig. Hände, Schuhe,
das Härteste war heute, die ganzen Sachen rumzuschleppen. Ich merke es auch an den Schultern. Hier Vollstufen antreten! Ich bin eigentlich ganz gespannt auf den morgigen Tag, weil ich glaube schon, dass wir das mit unserem Teamgeist ordentlich hinbekommen. Hast du Engel? Warte, ich Sie ziehen die erste Jacke an, bevor Sie rausgehen. Verstanden? Sie kommen erst raus, wenn Sie angezogen sind. Das heißt, Jacke vernünftig, Schuhe angezogen und sonst etc. Und dann kommen Sie erst raus. Gut. Das ist jawohl. Jawohl. Falscher Schlüssel. So, das war halt, wie gesagt, mein erster Tag. Ich gehe jetzt hoch auf die Stube. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, bleibt auf jeden Fall hier im Kanal dran. Morgen geht es dann auf jeden Fall hier weiter. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg und euch wünsche ich einen angenehmen Abend. Lasst euch nicht ärgern, Jungs und Mädels.